Hallihallo und willkommen zu einem Sona-Gameplay. Dieses ist inspiriert durch eine Nachricht, die ich über YouTube bekommen habe. Worum es sich dabei genau handelt, verrate ich nach dem Intro. Viel Spaß! Yeah. Ja, und zwar die Person, ich werde sie jetzt nicht nennen, da diese Nachricht eben über YouTube privat kam, ist auf meinen Sona-Guide oder auf meine Videos generell aufmerksam geworden und hat gemeint, viele Leute spielen Sona defensiv und eher mit Windspeaker's Blessing. Er persönlich spielt mit Thunderlords und er möchte meine Meinung wissen, ob das auch funktionieren kann, ob das zu empfehlen ist. Und prinzipiell sage ich da einfach mal ja. Man kann das auch machen. Dadurch verlegt man aber Sonas Stärke eher auf den früheren Part des Spiels, das heißt Mid und Early, also Mid und ja, Early Game eigentlich schon, ja, kann man so sagen. Wo man halt versucht, möglichst viel zu poken und da dann praktisch damit das Spiel gewinnt. Ich werde das nämlich jetzt hier ganz genauso machen. Ich bin sehr aggressiv. Werde dann auch dementsprechend die Tristana oft poken. Ich gehe jetzt diesen Trade hier schon mal ein, denn ich habe ja noch meine Kekse. Wenn wir aggressiv spielen, müssen wir natürlich oder sollten wir natürlich das blaue Support-Item mitnehmen, damit wir hier eben angemessen den Schaden anbringen können. Und man sieht ja, es funktioniert wunderbar, ich kann sehr aggressiv sein. Dann müssen die Gegner auch schon den Heal nutzen und ich kann auch weiter poken. Ein kleiner Wermutstropfen, den man hier natürlich hat, ist folgender. Man kann bei Sona mit einem Q Auto Attack den Thunderlord nicht auslösen. Und das ist natürlich dann ein klein bisschen traurig. Muss man also irgendwie gucken, dass man zwei Auto Attacks kriegt. Was ich jetzt hier überhaupt nicht geschafft habe. Aber jetzt könnte ich gerade auf die andere. Ja, es hat noch ausgelöst. Wunderbar. Man muss halt dabei sehr, sehr aggressiv spielen. Man muss mindestens immer zwei Auto-Attacks setzen. Und das kann mitunter schon kritisch sein. Denn Sona hält nicht so viel aus. Das wissen wir ja alle. Das größte Geheimnis bei Sona ist, mit ihr lebend durch die Laning-Phase zu kommen und dann in Teamfights nicht als Erster zu platzen. Ja, da gehen wir weg, bevor uns der Splash-Damage trifft. Wir machen halt hier enorm viel Schaden. Ich skill demzufolge auch, weil ich aggressiv spiele, das Q weiter hoch. Allerdings habe ich trotzdem Exhaust mitgenommen, denn eigentlich kommt man da nicht dran vorbei. Wenn man schon ein sehr aggressives Kit über Runen und Masteries wählt, dann sollte man wenigstens über den Summon dann noch so ein klein bisschen einen Ausgleich schaffen. Da kommen hier schon echt extrem viel Schaden. Hier kriegen wir wieder Thunderlord durch. Wunderbar. Schade. Was? War gerade etwas komisch. Ich glaube, mein Q war noch auf Cooldown. Naja, man kann es also auf jeden Fall so machen. In der Nachricht stand noch weiterhin, er gewinnt dadurch eigentlich Matchups, die er für gewöhnlich verlieren würde. Und ja, das ist halt auch so eine Sache. Man kann, also unter diese Matchups fallen zum Beispiel Blitzcrank und sonstige Champions, die gerne hooken oder die Full Engage spielen können. Und die Sache ist halt einfach die, wenn jetzt einer dieser Champions seinen Skillshot misst, dann sind diese Champions, die ja normalerweise eine sehr große Bedrohung sind, auch wieder leicht anzugreifen. Und das solltet ihr eigentlich auch immer im Hinterkopf behalten, dass wenn ihr gegen Blitzcrank spielt und er hat gerade seinen Hook nicht getroffen, dann ist er eigentlich freiwillig und ihr könnt auf den permanent angreifen, permanent engagen. Betrifft natürlich nur die Laning-Phase, das dann natürlich auch dazu gesagt. Und das ist eben auch so ein klein bisschen kritischer Punkt von einer sehr offensiven Zone. Die sind echt zurückgegangen. Wow. Wir werden nämlich dann, wenn wir anfangs sehr aggressiv spielen, haben wir halt später nicht so viel Möglichkeiten. Also gerade Windspeaker's Blessing ist halt hier eine Key Mastery, die sehr entscheidend ist für den späteren Verlauf, für die spätere Stärke von Sona. Anfangs können wir viel poken, das ist klar. Wir können hier viel Schaden machen.
Aber später sind wir dann eher auch die Utility-Maschine und können ein Schild auf alle verteilen, alle upspeeden, einen Damage-Boost überall. Das ist so unsere, ja, ne? Kernkompetenz, sag ich mal. Und wenn wir das Windspeaker's Blessing rauslassen, dann gehen wir da einen Schritt zurück. Wir geben viel von unserer Teamfight-Stärke auf. Okay. Er ist da. Kleine Anmerkung zu diesem Sona Pinkwort. Jana Pinkwort. Sona. Jana Pinkwort hier war sehr unglücklich gesetzt. Zum einen hat sie ihn so gesetzt, dass ich gesehen habe, dass da einer ist. Na? Ich kann den jetzt ganz einfach clearen, weil die gegnerische Tristana gerade nicht auf der Lane ist, um der Jana zu helfen, diesen Ward zu beschützen. Auch ein Grund, warum ich jetzt gerade meinen Pink Ward nicht setze, denn ich möchte zumindest hier ein bisschen in der Lane sein, bevor ich den setze, um da ein klein bisschen Wishing zu machen. Okay, interessant. Wir können hier locker raus. Wichtig war es gerade für mich, dass ich mein verstärktes W auf die Tristana kriege, bevor die Bombe auf Lucian explodiert. Denn ansonsten hätte ich halt hier schon Probleme gehabt, dass ich... Wow. Ich kann jetzt halt gerade auch nichts anderes mehr machen als reingehen, denn tot wäre ich so oder so gewesen. Dieses Chaos hat auch ein bisschen dazu geführt, dass mein Lucian nicht ganz so sehr hätte leiden müssen. In der Theorie. Ich werde aber trotz allem, dass ich sehr aggressiv bauen möchte, werde ich Arlen Sensor nicht vernachlässigen. Denn es ist trotzdem ein Item, das meiner Meinung nach für den Lucian sehr essentiell ist. Und wir halt zwar anfangs über die Masteries praktisch viel Pressure aufbauen, aber dann später auch in den Teamfights noch so ein bisschen unsere Existenzberechtigung haben. Ansonsten verhalten wir uns so ein klein bisschen wie ein AP-Carry und das sage ich ja auch ganz gerne, so ein AP-Carry funktioniert ganz gut. Da gibt es eigentlich gar keinen Zweifel. Ich pushe jetzt rein, damit sie wenigstens ein bisschen Schaden bekommt. AP-Supporter haben auf jeden Fall ihre Existenzberechtigung, aber wenn man halt dann wirklich auf taktisches Spielen geht, dann ist das nicht mehr so entscheidend, ne? Diana, die versteckt sich hier. Als ob das nicht offensichtlich wäre. Schade. Ich dachte wirklich, sie würde hier gleich um die Ecke stehen. Ich könnte sie mit dem Q treffen. Na, also ich versuche hier schon dementsprechend dann meinen Nutzen fürs Team zu haben. Okay, jetzt schon raus. Auch schade. Aber die Jana hat so gut wie keinen Mana mehr. Heißt für uns, weiter poken. Das Schild warten wir ab, bevor wir wieder Schaden machen. Ah, Minions leider auch schon wieder weg. Eigentlich sollte es jetzt halt mit der Ulti zusammen funktionieren. Der Ward wurde gemisplaced. Das ist schön für uns. Denn so kann sich die Tristana jetzt überhaupt nicht an die Minions trauen. Ja, sie steht relativ passiv. Gucken, ob hier ein Pinkwort ist. Ist keiner. With perfect tempo. Ja, und sie hat sich doch einen kleinen Schritt vorgewagt. War halt nicht so klug. Hat dadurch einen Q von mir abbekommen. Also ich konnte gerade freien Schaden machen. Und das sollte ihr halt nicht passieren. Ah, wieder ein bisschen vorlaufen. Das Zoning nutzen. Das Zoning durch das Wissen, dass die Elise auf Top ist. Das müssen wir halt schon ausspielen. Oh, schade, dass der Lucian hier nicht mehr draufgegangen ist. Nein!
schade. Ja, einfach immer alles drauf kloppen, was wir haben. Ja, beide getroffen, auch gut. Und so können wir halt eben diesen Druck hier aufbauen. Ja, ja, Diana. Ihr eigenes Leben ist hier wichtiger. So sind sie manchmal, die Supporter. Das Blöde ist halt wirklich, wir spielen sehr aggressiv und langsam könnte es halt auch wieder sein, dass wir gegankt werden. Ja. Genau, das habe ich auch erwartet, aber es war auch kein Problem, denn Eben war schon in der Gegend. Hat auch überhaupt keine Motivation, seine Ulti in irgendeiner Art und Weise zu nutzen. Aber es ist auch nicht nötig. Gut. Die Eben habe ich ja jetzt die Tage auch ein paar Gameplays gemacht und bin da immer noch am rausfinden, was man mit ihm auf Support gut spielen kann. Ehrlicherweise wollte ich diese Runde auch Ivan spielen, aber dann ist der Jungler als First Pick dahergekommen und hat sich den einfach geprallt. Also war nicht so möglich. Dann bin ich auf dieses hier ausgewichen. Aber ich merke schon, dass es nicht ganz so schön aggressiv funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, wir wollen dahin, das ist uns allen klar. Ich nehme meinen Assist dafür. Oh mein. Na gut. Wir setzen mal hier einen Pinkwort hin. Damit haben wir unsere Nützlichkeit da erstmal erledigt. Und dann als nächstes hier noch die Wirkenliga. Aber man muss ja sagen, Sonas Schild wird ja trotzdem über AP stärker. Also man hat schon ein bisschen die Effektivität auf seiner Seite. Aber es ist halt, es fehlt halt dieser kleine Utility-Faktor. Dieser kleine Utility-Faktor fehlt halt da. Aber eventuell wird es halt wirklich mit AP noch gut rausgerissen. Man sieht halt hier, der Heal hat nur eine ein Drittel Skalierung oder ein Viertel fast nur. Und das Schild genauso. Das ist halt nicht gerade schön. Verstärken wir das Ganze mal mit Forbidden Idol. Dann gehe ich mal wieder runter, damit wir hier bei der Tristana den Farm abgreifen können. Der Lucian wird sich nämlich zittert hier gerade rum. Pingen wir ihn mal, das ist wichtiger. Als dass er hier versucht, irgendwo irgendwelche Kills zu machen, die nicht passieren werden. Ja, die Krabbe ist auch nicht richtig gut. Und schon verschenkt er irrsinnig viel Gold und Erfahrungspunkte. Zum Glück konnte ich jetzt einen Teil noch nehmen. Aber da hat er nicht aufgepasst. Schlecht rotiert, ganz einfach. So, wir haben gesehen, hier ist ein Ward drin wahrscheinlich. Und hier ist ein Pink Ward. Also werden wir uns da mal hinsneaken. Hier gucken wir auch noch, auch ein Ward. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Mitte unter Druck setzen. Durch pure Anwesenheit schaffen wir das ja eigentlich schon. So, jetzt noch das Schild, der Pink Ward hier. Das bisschen an Schaden, was da gerade rumkommt, das kann mich nicht töten. 30 Sekunden noch bis zur Ulti. Der Lucian ist wieder da. Top Lane macht das gut. Ich aber nicht. Zu aggressiv gegangen und dann auch noch alles abbekommen. Schade. Schade und schlecht. Punkt aus. Aber die konnten hier oben den Druck machen. Wir geben den in der Mitte noch mehr raus. Wow. Das war dann doch noch relativ schön. Gehen wir mal schnell in die Mitte.
Also hier werde ich eben, wie gesagt, Iron Sensor bauen. Und danach werde ich halt, ich habe bei vielen Saunaspielern das gesehen. Ich persönlich probiere sowas selten aus, Lipbank. Weil es halt einfach so ein irrsinnig teures Item ist. Es tut einfach so viel, so weh, so viel Gold da reinzustecken. Wir können hier 2 Kills abgeben. Wunderbar. Und wenn wir jetzt auch noch ein bisschen pushen, dann haben wir hier den Mitteltower. Trauen sich gar nicht mehr richtig, ja. Das ist schon witzig. Was haben denn wir für Objectives in den nächsten paar Minuten? Drache hat noch 2 Minuten. Aber sonst ist nicht viel da. Dann pushen wir halt. Dann pushen wir. So viel wie geht. Ziehen uns dann wieder zurück. Wischen müssen wir auch wieder aufbauen. Ich muss eigentlich so rum, wenn ich überhaupt noch rauskomme. Komm nicht raus, er hat seine Ulti wieder. War gerade schon blöd, ich habe zu sehr gezögert, ob ich links oder rechts rausgehe. Der Lucian kam dann zu mir und fightet hier immer noch, aber für mich, ich bin halt einfach nicht tanky genug, dass ich das wirklich überstehen kann. Zu weit rausgetraut. Mein Team regelt mal wieder. Gut. Was anderes braucht man als Supporter nicht. Man braucht ja eigentlich nur ein Team, das dann aufräumt, wenn man gestorben ist. Nicht voll okay. Auch eine interessante Wahl. Ich sehe immer ganz gerne tankige Events. Burn. Aber im Prinzip ist es egal, auf welche Art und Weise man spielt. Sein Utility Faktor ist definitiv vorhanden. Und dieser Event, also unser Team, passt auch sehr gut zusammen, muss ich sagen. Ich meine, wir haben hier Doppel-Utility von meiner Seite und von Iron aus. Wir haben einen Tank, der auch noch CC hat mit Rennington. Und wir haben einen Lucian, der viel zu weit draußen ist. Ja, können wir leider nicht. Das war schade. Vielleicht hätte ich gleich ulten sollen. Auf die Ulti schon. Jetzt darf ich da eigentlich nicht reinlaufen, sonst würde ich den Blue Buff kriegen. Das ist doch... Das ist vielleicht ein bisschen unbequem konzipiert. Und wir machen wohl nicht den Drachen. Ich habe verstanden. Wir gehen auf die Kills. Arg. Und wir haben nichts gekriegt. Yay! Super. Machen wir lieber den Drachen, da haben wir mehr davon. Denn das ist der zweite Ocean Drake. Und da ich ja doch relativ viele Mana-Probleme gerade habe, da ich in einem aggressiven Bild ohne meine übliche Mana-Regeneration bin, fühlt sich das schon irgendwie alles relativ unangenehm an. Es ist mir schon... Ah, schade, die hatte halt ihren Buff gerade noch. Aber wir können da weiter Pressure machen, wenn unser Team hat eingeholt von der anderen Seite. Ja, was machen wir? Ready to shoot. Was? Den wollte ich haben. Bitte das so Kukana? Ne, die holt der Lucian noch. Ja, das lief ja schön. Ich
ich kann es noch locker tanken. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Da sieht man halt, die Kombination mit Iron ist ziemlich stark. Gerade einfach so viel. Dieser Long-Range-CC, es ist ja nicht mal viel CC, was er hat. Einfach nur dieser Long-Range-CC, der ihn so krass macht. Das ist viel Synergie vorhanden. Aber ich merke jetzt halt schon, Thunderlords bringt mir im Endeffekt gerade nicht mehr so viel. Ne? Und es könnte natürlich sein, dass ich hier gleich aggressiver hätte spielen müssen. Aber mir sind ja eben auch diese Schwächen bewusst und von dem her versuche ich die gleich auszugleichen. Ich denke mal, wenn man auch noch einen Schritt weiter geht und mit Ignite spielt, dann kann man noch krasser da hier den Damage anrichten und den Early-Vorteil eben noch mehr pushen. Aber das kann man machen, wie man will. Im Endeffekt mit Level 11 ist Sona dann auch einfach stark, weil sie so wenig Cooldown Reduction hat, oder zu viel Cooldown Reduction, so wenig Cooldowns, so, dass sie halt im Kampf so unangenehm wird für den Gegner. Ja. Und ich möchte jetzt im Prinzip diesen Bot-Turm haben. Und die dabei schon mal alles warden. Natürlich werden oder wollen die mir den klauen. Oh. Ja, der hatte Exhaust drauf. Hallo? Wir haben das alles so schön ausgemalt. Die Exhausten, der Follow-up, Ulti. Einfach mal 600 mit der Ulti. Na gut. Ich habe auch nicht genug Gold für das Sheen. Wie gesagt, ich vermute, dass man diesen Bild dann auch schneller und aggressiver spielen muss. Das heißt, vielleicht all den Sensor nach hinten schrauben und dann im Nachhinein noch auf ihn gehen. Und vorher eben hier Lich werden. Ja, natürlich Vermutungswerte. Prinzipiell sage ich halt, man kann es auf jeden Fall machen. Aber wahrscheinlich oder in den meisten Fällen eher gegen Kompositionen, gerade Botlane-Kompositionen, wo die Gegner nicht so sehr auf Sustain ausgelegt sind. Gerade eine Janna, die hatte es jetzt so ziemlich einfach, dass sie meinen Thunderlord, also meinen enormen Burst-Schaden, gut abfangen konnte. Das ist halt auch einfach so, sie ist dafür prädestiniert. Okay. Ich will mir meinen Narrator wegnehmen. Ja. Der Lucian wäre aber trotzdem fast gestorben. Ziemlich hart. Dieser Vega, der das machen kann. Da war es wohl die richtige Entscheidung, dass ich so aggressiv rangegangen bin. Naja, naja. Wir wollen aber nicht das Ziel aus den Augen verlieren, wir wollen gewinnen. Ich mache jetzt hier nochmal Clear the Vision. Die Gegner haben eh kaum Vision aufgebaut. Ja, die Dostana traut sich nicht mal gegen mich zu kämpfen. Ist ja als AP-Poke-Supporter ein gutes Zeichen für mich. Wenn sich der gegnerische ADC nicht traut. Wir bekommen noch einen Infernal Drake dazu. Gefällt mir sehr. Wir können jetzt hier gut oben die in die Mangel nehmen. Wenn hier nicht gewartet ist. Was soll's. Was soll's. Sind wir ein bisschen greedy. Macht einen Rabatt. Warum nicht? Es läuft ja. Man sieht halt schon auch, mein Schild ist jetzt zu dem Schild relativ stark. Oh, das ist aber auch schön hier, ne? Auf
Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Habe ich sicher. Alles wunderbar. Ja, das sind wiederum die Vorteile einer AP-Zone, ne? Da kann man dann auch mal Späße dieser Art machen. Und trotzdem, wir haben ja noch den Arlen Sensor, wir geben trotzdem sehr viel Utility beim Siegen und an unser Team weiter. Also das Item, finde ich, ist halt doch irgendwie ein Muss. Ist die Frage, sollten wir nicht riskieren? Ach, diese Ocean Breaks tun schon echt gut. Wenn man sich mein Mana mal anschaut, wie schön schnell das aufgefüllt wird. Herrlich. Herrlich, herrlich. Da braucht man keinen Kelch mehr. Ich meine, der Schaden ist definitiv vorhanden. Das kann man einfach nicht bestreiten. Wenn man halt so gefeedet ist, wie wir das gerade sind, dann müssen die Gegner Zona, wie gesagt, wie einen weiteren AP-Carry behandeln. Und der bringt ihm mal viel Schaden mit. Viel Schaden. Der kann halt dann auch nicht ignoriert werden im Endeffekt. Also kann man machen, ist aber nicht zu empfehlen. Ich werde jetzt noch kurz ein bisschen warten und werde dann das Elixier hier mitnehmen. Das sind 20 Gold, kann ich leicht abwarten. Ich meine, warum auch nicht? Ja, und den Punkt, den wir gerade erreicht haben, so gefeedet wie wir sind, muss man eigentlich noch diesen kleinen Ticken Aggressivität draufsetzen. Wenn man halt schon ständig über diesen Weg spielt, natürlich. Wenn ich jetzt Renekton wäre, würde ich mir wahrscheinlich eher noch ein Iron Elixier nehmen. Als irgendein aggressives Elixier. So. Ja, eigentlich ist der Baron schon eine gute Idee. Die Gegner sind weit genug weg. Wir haben ja viel Schaden. Der Kostsaum das Ganze funktioniert auch gut. Also die Kommunikation, die ich hier in diesem Normalspiel erlebe, die gibt es sonst nur... Gott! Oh, den wollte ich mitnehmen. Da hat mich ein einziges W von diesem Wälder getroffen. Bitterböse. Bitterböse. So, da haben wir 40% Cooldown Reduction. Wir haben jetzt die Nervigkeit, die Effektivität von Zona und dazu noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, was uns ein bisschen fehlt, ist ein klein wenig Utility. Normalerweise hätte ich die Lich Bane gegen Iron Solari eingetauscht und wäre dann eventuell noch über einen Split Push über die Zero Party gegangen. Vermute mal, hier in diesem Team hatte das jetzt so oder so wenig Auswirkungen. Aber rein für die Theorie, ne? Muss man das schon mal im Blick haben. Und dadurch, dass ich halt eben zwei Ocean Drakes bekommen habe, ist die Notwendigkeit von einem Kelch überhaupt nicht gegeben. Den spiele ich ja auch sehr gern. Auf Zona. Wie gesagt, ist nicht wirklich gegeben. Muss nicht sein. Ja, da leckt viel Schaden, vor allem auch beim Töten. Au! Das ist echt nicht okay. Was? Spiel ist damit durch.
Also kann ich ganz herzlich auch empfehlen, eine Sona so zu spielen. Wenn man aber über taktische Prinzipien reden möchte, dann empfehle ich doch noch die Utility Sona. Spaß macht sie, gar keine Frage. Es funktioniert. Und damit wünsche ich euch viel Spaß in Game und bis demnächst. Tschüss, Gimmels!